das ist zwecks der Konvergenz schlecht. Bist du dafür? Nein. Wie muss man jetzt verhalten taktisch? Du heulst nur drauf, wenn das Lenken wir maximal oder über irgendein Dingsbums drüber. Und wenn es da bisher was tust, das ist jetzt herum. Haus doch! Guten Tag, Herr Kollege. Grüß Sie, Gott. Haben Sie da das Fernsehen oder wie? Ja, das Fernsehen. Ja. Wie geht's? Ja, bitte. Fernsehen, Schwitz. Ja, wunderbar. Servus. Wann geht dein Flug? Um drei? Heiß. Aber okay. Okay, vielleicht hole ich dich vom Flughafen ab. Ja. Du kommst aus Athen, gell? Gut ist, lass mich die Merit schön grüßen, Hans. Gut ist. Grüß euch. Ich hab gehört, das hat lang gedauert, ne? Was, wann? Samstag. Lang gedauert. Ja, bis mal bei 8 in der Früh. Und um mal bei 8 in der Früh haben sie nur die Engel mit roter Milch ausgespritzt. Das war halt, ja. Mit roter Milch? 16, naja, 700 Liter Milch. Quatsch, habe ich. Rote Ecke, ne? Wie der blöde Idee. Rote Milch? Rote Milch, ja. 700 Liter. Aus 4 Kanälen. Und dann mit dem Schlauch so aufspritzt, und man dachte, dran, so hat der erschreckend ausgeschaut, die alle in weiß. Dann haben sie sich ausgezogen, das hat dann alles auf so einen Haufen liegt, alles rot eingefärbt mit Schlauch und so aufspritzt. Boah, und dann, also danke, jetzt geh ich. Na ja, tun wir was, ne? Ja, tun wir. Es steht, du kannst das auch anders fragen. Du kannst sagen, sag, Hans, hast du Identitätsprobleme? Das ist super. Darauf kann ich sagen, habe ich nicht. Allerdings habe ich jetzt langsam erst in den letzten Jahren die Distanz zu diesem Ungeheuer, das man da neben sich her erzogen hat, dass ich sagen kann, vielleicht kann ich es an meinem Beispiel nicht so genau erklären. Aber es passiert mir immer wieder, dass Leute zu mir dann sagen, pass auf, jetzt haben wir dich kennengelernt, Alter, eigentlich bist du eh nicht so ein Unguss, wo wir uns immer dachten. Und da fällt mir eines auf. Ich bin also 1981 mit einem anarchistischen Lied mit dem Kommissar, der also die Drogenszene Wiens in alle Haushalte gebracht hat, angetreten und habe genau gesehen, wenn man also das Establishment benutzen will, wenn man mitspielen will, ja, um irgendwo hinzukommen, dann muss man in diesem deutschsprachigen Raum, ist das Plattengeschäft am Mickey-Maus-Geschäft und spielt sich eigentlich am Samstagabend ab. Dann muss man in diese Sendeleiste hinein. Und was hätte der Typ, der aus dem U4 kommt und auf einmal bei Blacky Fuchsberger im Samstagabendprogramm vor einem deutschen Durchschnittspublikum steht, anderes sein sollen als arrogant. Der hat nur Arroganz erkennen. Na, was hätte er so? Soll er sich dort hinstellen und sagen, ja, weißt du, Blacky, das mit dem Kokain und so, das ist natürlich so, weil ich nicht Herz auf Schmerz und Liebe auf Triebe reimen will, sondern ich möchte natürlich auch eine Transparentmachung einer gewissen Situation. Alles kacke. Der hat nur gelacht und gerade auf den Punkt sein können. Und so hat er sich entwickelt. Ein schönes Beispiel dafür ist für mich die ERV. Wenn du die ERV lang genug kennst und weißt, was sie ideologisch und gruppendynamisch und was weiß ich alles für Probleme gemacht haben, die haben es nicht leicht gemacht. Sie sind jetzt nach über 10 Jahren endlich einmal dort, dass sie auf allen Kanälen Zugang zu den Leuten haben und wo man auch dann wirklich sagen kann, sie haben den Kommerz benutzt, um dem Kommerz zu zeigen, was los ist. Mhm. Und so ähnlich ist es bei mir funktioniert, nur bestehe ich nicht aus 7 Teilen. Mhm. Du kannst aber über dich ganz schön toll distanziert sprechen. Also du redest über Falco, wie wenn er dich nichts anginge fast. Ich habe keine Dissertation noch über ihn geschrieben, aber in Deutschland ist das schon passiert. Nur möchte ich das gar nicht lesen, weil dann kenne ich mich von vorn bis hinten erst nicht aus. Ja. Hast du wirklich in den letzten Jahren so viel über dich nachgedacht, dass du das jetzt alles so analytisch sehen kannst, die Basis gibt? Es hat einen Punkt gegeben, der war Ende 1986. Ich habe also 85 und 86 zwar ein Beast gemacht, 5 Singles gemacht, 6 Videos gedreht, 3 Live-Tourneen gespielt. Und 86 war das Jahr der absoluten Euphorie, das Jahr der Schulterklopfer, das Jahr der... Na Alter, du bist ganz einfach ein Wahnsinn, das hätten wir uns nicht gedacht, dass da einer von uns nach Amerika kommt. So.
das geht natürlich ein Jahr ganz gut und dann habe ich mich irgendwann einmal nach der Japan-Tournee ins Spiegel geschaut und gesagt, pass auf, Alter, irgendwie so zart ist eigentlich nicht. Weil das geht jetzt vielleicht so musiktechnokratisch, würde man sagen, Position stabilisieren und was weiß ich für einen Kass. Ich pfeife auf die Position, sobald ich mich selber nicht mehr wirklich sehe. Und das war Ende 86 der Fall. Ich dachte, das zahlt nicht an, für das lebst du nicht und das ist dir die Hoffnung nicht wert. Du bist zwar mit einem Anarchie-Lied, wo du glaubst, dass das geht über die Wiener Subszene überhaupt nicht hinaus, Nummer 1 in Österreich gewesen 1981, zu einer Zeit, wo es überhaupt keine deutsche Sprache gegeben hat in der Popmusik, wo es also Peter Alexander oder Jürgens gegeben hat. Du hast dir einmal die Latte so weit gelegt, dass diese Nummer 3 in Amerika war. Nachher hast du dann viele Interviews gegeben, worauf du irgendwann einmal draufgekommen bist nach dem Kommissar, dass dich diese Interviews nur an Situationen erinnern, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben möchtest, nämlich, dass die Latte bei Nummer 3 in Amerika liegt. Dann hast du weitergemacht, ein Album, Junge Römer, das also wirklich im Nachhinein von den elitärsten Medien in die großen 10 aufgenommen wurde. Obwohl es also im Moment der Veröffentlichung komplett missverstanden und komplett eigentlich angefeindet wurde, da haben sie also dann eigentlich schon die Donau Gott sei Dank abgeschwimmen gesehen, dann kam leider wieder was dazwischen, das war Amadeus. Und damit hast du dir die Latte wieder um 2 Meter höher gekriegt. Wenn du nicht aufhörst, ununterbrochen diese Latten mit dir herumzuschleppen, dann gehst du irgendwann einmal vor die Hunde. Ich meine, ein Gift, was einen sehr lieben Kollegen in letzter Zeit von uns genommen hat, habe ich immer auslassen. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht dem Totengräber auch schon etliche Male von der Schaufel gesprungen bin. 86 habe ich mir gedacht, pass auf, du hast ein Kind und du kannst dich dieser Verantwortung nicht entziehen, du willst dich dieser Verantwortung auch nicht entziehen. Mach eine Pause und schau, wo du hinkommst damit. Ich habe das ganze 87 Jahre nichts getan. Es war also viel in der Yellow Press los darüber, was ich mit meiner Frau und meine Frau mit mir, und wir haben eigentlich unsere Beziehung durch das Jahr 87 zu einem Selbstbedienungsladen gemacht, wo jeder eine spazieren hat können, um sich seine Zeilenhonorare aufzuschreiben. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, pass auf, also so geht es eigentlich auch nicht. Und jetzt entscheide dich einmal für dein Schmäh. Sag einmal, was willst du? Willst du jetzt nach Amerika gehen, willst du da bleiben? Wenn du da bleibst, dann musst du eine Wohnung bauen, dann musst du ein Haus bauen, dann musst du dir eine gewisse Intimsphäre schaffen. Das war auch mit der Heirat verbunden. Und jetzt ist es also so, dass ich mir im Nachhinein denke, viele Leute werden es mir als Kalkül auslegen, 87 nichts gemacht zu haben, weil 87 sowieso der Niedergang des österreichischen Selbstbewusstseins war mit unserer Waldheimat. Und ich also das ganze Jahr 87 in Amerika sowieso nichts anderes hätte tun können, als erklären, warum und weshalb und wieso der Vertreter des jungen Österreichs. Im Grunde genommen ist es mit der Pause nur so gewesen, dass ich mir gedacht habe, jetzt musst du aufhören, sonst läuft dir diese launische Diva-Muse überhaupt davon. Mhm. Und mit der Muse ist es auch so, ich bin ein professioneller Nachläufer, der musst du nachlaufen, weil die küsst dich nicht so ohne weiteres. Und von 10 Mal küsst sie mich 9 Mal nicht, und wenn sie mich küsst, muss ich Platten machen, und da ist sie. Und sie hat dich geküsst? Ja, ich hoffe. Du hast das vorher ganz gut gesagt mit den Latten, die man sich höher oder auch dann wieder tiefer legt. Was ist jetzt für dich Erfolg? Ich meine, früher mal hast du vielleicht als Ausrede, als Ziel dir selber sagen können, du willst reich und berühmt werden. Das bist du nun, das gilt nicht mehr. Das heißt, für dich wird Erfolg eine immer persönlichere Sache, etwas, was immer mehr an die Substanz geht. Was willst du dir jetzt noch beweisen? Ja, die Luft wird nach oben hin immer dünner, ne? Das ist schon wahr. Und wenn die Latte einmal so hoch liegt, kannst du eigentlich nichts anderes tun, als dir eine gewisse, was ich momentan nicht tue, ja, eine gewisse Taktik für Interviews zurechtzulegen, weil du ganz einfach nicht unbedingt jedes Mal dein Inneres nach außen stülpen willst und auch nicht kannst. Weil dich das nur an Dinge erinnert, mit denen du eigentlich erleben musst. Der Erfolg ist ein Hund. Weil der Erfolg gibt dir immer recht, und ich sage, wo es ein Rauf gibt, gibt es ein Runter, und es muss ein Runter geben, weil sonst sieht man sich nicht richtig. Man sieht sich nur in der Minute des Misserfolgs. Wirklich ganz ehrlich richtig.
Ich glaube halt nur, dass ich einen Status habe. Ich habe einmal in der deutschsprachigen Schallplattengeschichte Geschichte geschrieben. Da liegt ein Maßstab und der heißt in etwa 25 Millionen verkaufte Tonträger. Und da kommt keiner dran vorbei. Das heißt, ich kann eine schlechtere Platte machen, ich kann eine bessere Platte machen, das wird aber nichts an meinem Stellenwert ändern. Mhm. Auch ad personam. Ich glaube, gerade wenn ich mir jetzt so die Jungspatzen ein bisschen anschaue, was da auf ihrer Generation nachwächst, gibt es also noch eine ganze Menge, die ich zu sagen habe. Ist dir dieser Stellenwert schon wichtig? Bist du stolz auf diesen Stellenwert, den du geschaffen hast? Ich glaube, dass unsere Leistungsgesellschaft von Stellenwerten lebt. Mhm. Und dass es wichtig ist und dass der Vorarbeiter darauf stolz ist, die Haken gekriegt zu haben, weil er ganz einfach besser ist und mehr aussieht. Und so soll es auch sein. Und du bist so ein Leistungsmensch. Ja, mein Gott, Leistungsmensch, ich sag dir, ey, die Muse kannst du nicht, die kannst du nicht irgendwie in Koordinaten eingrenzen. Du kannst halt nur sagen, was spürst du jetzt, was ist momentan der Schmähmacher so eine Nummer? So eine Nummer ist zum Beispiel Wiener Blut. Falcon Rides Again ist wieder eine Konzeptnummer. Ne? Satellite to Satellite ist eine Weihnachtsnummer, wo also sogar der abgefuckte, abgewichste alte Falco gedacht hat an feuchte Kinderaugen und brennende Kerzen und Sternschnuppen. Und das ist alles drinnen in der Gefühlsskala. Das ist alles keine Lüge. Aber es ist ja ein sehr, du bist verbal total durchtrainiert, irgendwie, total fit. Hast du das jetzt alles schon durchgespielt? Alle Möglichkeiten, die dir bereits noch begegnen können, zum Beispiel im Interview? Meine Frau sagt immer in der Nacht, alter, hör auf zum Erzählen, was hast du da jetzt? Ich habe gesagt, sag ich gar nichts, ich habe nur gesagt, basta. Also im Sinne von aus, ja, man muss natürlich ansehen. Was die Bettina S. aus Neustift sagt, ist unter anderem jenes. Also eins sage ich der Falco, mit der tutelten Schlampe der Nielsen heißt nicht singen brauchen, weil da hat man deutlich gemerkt, dass die ja noch weniger singen kann als du. Aber wir verzeihen dir das alles, weil für uns ist dein abgefuckter Schmäh immer noch besser als der von den anderen Proleten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hätte also nie über Kollegen mir erlauben, das zu sagen, was sie sich alles schon erlaubt haben, über mich zu sagen. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man in diese Höhe herauf will, ja, und davon da sieht sie eigentlich ganz gut, dann muss man sich auch ein bisschen mit dem Hirn darauf einstellen, was an die Leute fragen. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, die Alphabete so lange mit dem Hirn zu kitzeln, bis sie zumindest vom Lachen in einen Satz machen. Denn der Markus kann nicht aufhören zum Lachen hinten. Gefällt dir das, wenn du die Leute amüsierst, wenn du mit deinem Schmäh irgendwie alle unterhältst? Ich habe mit dem Markus Spiegel natürlich einen alten Partner, der mich von der Stunde Null an kennt. Einen ideologisch taffen Typen, einen politisch informierten und vom Zeitgeist her überhaupt vorn orientierten Typen. Und so einen redet man natürlich gerne an. Entschuldige natürlich neben dir, über deine Schuld. Bleiben wir noch ganz kurz bei Wien. Die Ulla Weigersdorfer wird jetzt wahrscheinlich irgendwann einmal als Miss World ihre Amtszeit niederlegen. Wirst dann du so der fliegende Wechsel der Falco jetzt wieder die Wiener Fremdenverkehrswerbung übernehmen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, der Fremdenverkehrsverband wird heilfroh sein, dass deine Platte jetzt rauskommt. Entschuldige bitte, ich will jetzt nicht auf Show machen, aber wer ist die Ulla Weigersdorfer? Unser Miss World. Ach, das ist letztes Jahr passiert? Ja. Yeah. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Fremdenverkehrsverband, ja, ich weiß es nicht. Subventioniert bin ich noch nie geworden und ich war auch nie heiß drauf, weil so bin ich niemandem was schuldig. Und so möchte ich es auch weiterhalten, nur Wiener Blut ist nicht aus dem Argument heraus entstanden, da jetzt irgendjemanden in der Welt wieder einmal darauf aufmerksam zu machen, dass jenseits des Eisernen Vorhangs auch noch ein paar Leute leben. Ich meine, für die Amerikaner gibt es Wien sowieso nur in Form von Lipizzaner und Wien Blood mit dem...